Hallo und willkommen in meinem Chaos. Ich habe beschlossen, ich sortiere nochmal ein bisschen weiter aus und weil mir das beim letzten Mal sehr viel Spaß gemacht hat und mir auch sehr geholfen hat und das sogar bei euch auch recht gut angekommen ist, habe ich mir überlegt, ich nehme euch auch wieder mit. Und wie ihr seht, habe ich einen Haufen Papiere vor mir liegen, also Bastelpapier, Kartonpapier, normales Papier und eben auch einen ganzen Haufen Sticky Notes, den könnt ihr jetzt noch nicht sehen, der befindet sich da. wie beim letzten Video auch, weiß ich jetzt gerade schon wieder nicht mehr so wirklich, wie ich hier vorgehen soll. Ich glaube, ich mache das wie beim letzten Mal, das war gar nicht so verkehrt. Ich räume jetzt alles einmal komplett in einen Korb und dann gehen wir Stück für Stück da zusammen an. Okay, hier ist jetzt also auch ein bisschen mehr Platz und wir fangen an mit ein paar Sticky Notes. Und zwar mit diesen Sticky Note Büchern, die ich hier habe. Und ja, da habe ich einmal dieses Set hier, das finde ich jetzt so im Großen und Ganzen eigentlich ganz schön. Das Buch selber finde ich auch ganz nett. Viele Farben sind jetzt vielleicht nicht mehr so unbedingt das, was ich benutze, aber wenn ich doch mal eine Happy Mail mache, finde ich das ganz nett, um da auch einen kleinen Gruß drauf zu schreiben oder auch ein paar Samples davon dann abzugeben. Und ich denke, das werde ich behalten. Also ich glaube, das ist jetzt auch tatsächlich wieder so eine Sache, wo es mir größtenteils sehr schwer fallen wird, mich irgendwie von irgendwas zu trennen. Ja, das hier ist ehrlich gesagt irgendwie ja nicht ganz so meins. Das ist zwar ganz putzig, das ist zwar auch ganz süß, aber könnte mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich das jetzt wirklich in der Deko mit einbauen würde und dementsprechend werde ich mich davon trennen, beziehungsweise vielleicht meine kleine Nichte fragen, ob sie das haben möchte. Also das kommt weg. So, dann habe ich hier nochmal was Ähnliches mit Eulen. Ich habe eine Zeit lang wirklich einen richtig, richtig heftigen Eulentick gehabt und das fand ich total süß. Das hat eine Arbeitskollegin mir mal geschenkt, die halt wusste, dass ich Eulen mag und dass ich halt so einen totalen Friemel eben mit meinem Planer habe und den immer bunt beklebe und so weiter und so fort. Die Illustration finde ich total süß. Das wäre jetzt auch nichts, was jetzt bei mir im Planer landet, aber um mal die eine oder andere Notiz darauf zu vermerken, würde ich es trotzdem nehmen und ich denke, ich werde das halt unten in die Küche legen, einfach um sich mal was zu notieren und dann einfach diesen Block peu à peu aufbrauchen. So, dann habe ich hier ein Sticky Note Heft von IKEA. Und ja, ich denke auch, das ist selbsterklärend, das ist nichts, was ich zum Planen oder zum Dekorieren benutzen möchte. Also diese Aussortiererei geht halt auch wirklich darum, die Dinge vielleicht auch ein bisschen zu sortieren, in Anführungsstrichen, dass ich hier oben eben an meinem Schreibtisch wirklich nur meine Bastelsachen in dem Sinne habe. Und die eine oder andere Sache, die man halt sich notieren kann, natürlich, hauptsächlich eben die Bastelsachen und so funktionelle Sachen, die man aber halt definitiv noch gebrauchen kann, wie eben hier so Sticky Notes, würde ich jetzt aussortieren, in Anführungsstrichen, dass ich jetzt zum Beispiel so ein Heftchen mal im Wohnzimmer liegen habe, wo man eben auch noch was sortieren kann und das zählt für mich eben mit dazu. Ja, dann habe ich hier, da habe ich mal Stempel drauf getestet. Das ist ein Werbegeschenk gewesen von einem Kontaktlinsenhersteller und das genauso zählt für mich eben auch zu diesen funktionellen Sachen, die man jetzt einfach aufbrauchen kann. Also die vier Dinge gehen zum Aufbrauchen halt in andere Räume und da werde ich meine kleine Nichte fragen, ob sie das haben möchte. So, dann habe ich hier ein Buch, das habe ich mal gesehen vor ganz, ganz langer Zeit. Und zwar hatte das die Philophilie mal. Und das war eigentlich so die erste Philosexerin in Anführungsstrichen aus dem deutschsprachigen Raum, die ich mir angeguckt hatte.
Und ich fand dieses Büchlein total toll, weil hier sind halt eben ja so verschiedene Illustrationen und Sprüche. Und ja, ich habe hier auch schon einige Mal auch so rausgeschnitten, weil ich sie mit auf eine Karte geklebt habe oder ja, für ein Setup benutzt habe. Und das finde ich eigentlich total schön, auch eben hier vom Cover her. Und ich denke, das macht sich auch immer dekorativ auf dem Schreibtisch und das möchte ich dementsprechend auch behalten. So, dann habe ich hier eine Box und die befindet sich, beziehungsweise die befindet sich aktuell auf meinem Schreibtisch, aber in ihr befinden sich halt ganz, ganz viele verschiedene Sticky Notes und ja, auch da möchte ich einmal durchgehen, weil ich denke, aus vielen bin ich auch rausgewachsen, in Anführungsstrichen. So, ich habe einmal diesen Sticky Note Block von Dubodumo. Mit dem Marmor. Ich bin ein großer Fan von diesem Shop und ich bin ein großer Fan von Marmor. Dementsprechend möchte ich diesen Sticky Note auf jeden Fall behalten, weil das eben auch sehr eben ja meinem aktuellen Deko-Stil entspricht. Genauso wie diese beiden hier. Das sind ebenfalls welche von Dubodumo. Die habe ich auch jetzt schon ein paar Mal benutzt. Die möchte ich auf jeden Fall behalten. So, und mein Mond gehört da ebenfalls zu. So, dann habe ich hier zwei Page Flags. Jetzt bin ich selber gar nicht so der Typ, der wirklich in seiner Deko Page Flags benutzt. Trotzdem finde ich sie echt cool. Machen sich bestimmt auch dekorativ so ein bisschen auf dem Schreibtisch, wenn man sie so ja, mit da liegen hat oder stehen hat. Und ich werde sie einfach auch oder würde sie einfach auch gerne benutzen, um halt Termine vorzumerken in meinem Planer dann zum Beispiel und sie dann dementsprechend hierfür nach und nach aufbrauchen. Also sie werde ich behalten. So, das ist hier klebt schon überall dran. Die habe ich eigentlich die ganze Zeit immer mit in meiner Kate gehabt und sie habe ich auch schon echt gut aufgebraucht. Hier sind nur noch zwei. Hoppla. Die benutze ich auch aktuell noch, weil ich habe mir nämlich mal ein zweites Set davon gekauft und habe jetzt das frische Set in meinem neuen Planer. Ja, die benutze ich eigentlich wirklich sehr gerne. Ich überlege einfach, weil die drei Dinger hier, die kann man ja noch benutzen. So, hier sind übrigens die anderen. Die habe ich hier hinten in dieser Filoflex-Tasche. So, und da überlege ich jetzt, weil dann kann nämlich dieses Set hier weg, ob ich die einfach jetzt hier draufklebe. Also der letzte hier übrigens klebt nicht. Deswegen nicht wundern. So. So kann man ja auch ein bisschen Platz sparen. Und so, gut. Ich denke, da sind sie gut aufgehoben und da werden sie auch definitiv Verwendung finden, weil die benutze ich wirklich hier sehr, sehr regelmäßig. So, dann habe ich, die habe ich mir mal bei Idee gekauft. Diese Mini-Sticky Notes von Memo, keine Ahnung. Die finde ich total süß, sind für mich allerdings auch eher so wie so Sticker. Und dementsprechend, ich behalte sie auf jeden Fall, aber ich würde sie jetzt halt anders kategorisieren und nicht eben zu meinen Sticky Notes, die ich halt zu Deko oder Notizzwecken benutzen möchte, sondern eben in die Kategorie Sticker einordnen wollen. Ja, dann habe ich hier einen ganz, ganz stinknormalen Sticky Note Block. Auch definitiv einfach nur für reine Notizzwecke gedacht, hat also nichts mit Deko oder dekorativen Plan zu tun und ja, kommt für mich in die funktionelle Ecke. Dann habe ich hier ein total schönes Sticky Note Set, was ich, ja, ein paar Sachen finde ich jetzt echt hässlich, aber den zum Beispiel finde ich sehr schön. Ich mag ja wirklich diese Kreissticker und da würde jetzt hier ja zum Beispiel auch in Kombination Roséfarben oder auch der Weiße oder Schwarze gut passen. Ich mag wirklich diesen runden Look in Anführungsstrichen. Das habe ich mal bei HEMA gekauft und ja, die finde ich eben größtenteils sehr, sehr schön und die möchte ich dann auch behalten. Genauso wie dieses Sticky Note Set von Depot. Das ist auf Craftpapier mit so Sprechblasen. Das finde ich sehr, sehr hübsch.
Ich glaube, die gibt es bei Rossmann. Und ich habe, ja, das war auch eben in meiner anfänglichen Filofax-Zeit, wo man alles gekauft hat, was irgendwie mit Stationery zu tun hat und irgendwie ganz süß und knuffig aussah. Ich habe die nicht ein einziges Mal benutzt und ich glaube, ich werde sie auch nicht ein einziges Mal benutzen. Und dementsprechend kommen die weg. So. Ja, schwierig, schwierig. Ich tue mich wirklich schwer, halt mit süßen Papieren die wegzuschmeißen. Das ist aber für mich halt auch wieder so eine Sache, warum dann nicht aufbrauchen. Und ja, also ich bin tatsächlich, der ein oder andere fragt sich jetzt, warum sortiert sie das alles aus, wenn sie sagt, sie benutzt das eigentlich gar nicht. Ich benutze das schon und jetzt denkt der ein oder andere und denkt, ja, aber so viel zum Benutzen und nur aufschreiben braucht kein Mensch. Das ist vielleicht richtig, aber ich habe mir tatsächlich angewöhnt, quasi in jedem Raum sowas wie Notizzettel liegen zu haben, weil ich mir einfach in jedem Raum immer mal wieder was notiere. Und dann finde ich es ganz schön, wenn die Dinge vielleicht auch ein bisschen netter aussehen und ja, das würde jetzt für mich eben mit dazugehören und das möchte ich dann auch behalten und ja, aktiv nutzen. So, das sind zwei auch wirklich funktionale Notizblöcke, die ich aber auch wirklich sehr, sehr gerne benutze, sei es irgendwie als Einkaufsliste oder als kleine To-Do-Liste und die werde ich definitiv behalten. So, auch hier einmal von Dubodumo. Die meisten meiner richtig tollen Sticky Notes sind von Dubodumo. Das sind so semi-transparente, die finde ich richtig, richtig cool, möchte ich behalten. Ich glaube, das habe ich auch mal bei Dubodumo bestellt. Das fand ich einfach witzig, um mir vielleicht auch mal einen Arzttermin zu markieren. Ich habe sie zwar leider noch gar nicht benutzt, aber ich finde sie trotzdem echt cool und ausgefallen, möchte sie deswegen auch behalten. Ja, hier sind wir bei dem nächsten Sticky Note Set, was ich zwar schon mal benutzt habe, was mir aber eigentlich so im Großen und Ganzen überhaupt nicht mehr gefällt. Das gab es auch mal bei Chidi und wäre für mich jetzt eine Sache, die ich eben aussortiere. Ja, dann kommen wir zu der nächsten Fraktion. Wollte ich unbedingt haben. In meiner Anfangszeit gab es damals eben bei Rossmann und ich fing dann tatsächlich an, die so ein bisschen zu sammeln. Diese Tier-Sticky Notes, ich finde die eigentlich auch ganz putzig, aber ganz ehrlich, ich habe sie nie wirklich benutzt. Ich glaube, ich würde jetzt zum Beispiel den Wal, den finde ich richtig süß, oder auch die Kuh, aber mich stört tatsächlich dieses Linierte. Und wenn das nicht liniert wäre, würde ich die, glaube ich, eher benutzen, auch wenn sie so ein bisschen kindisch aussehen. Als jetzt so. Und ich habe mir jetzt hier überlegt, einfach weil ich die von den Illustrationen her eigentlich echt putzig finde, also das packe ich weg, ob ich mir hiervon einfach ja, zwei, drei runterreiße und sie dann eben weitergebe. Gut, dann habe ich hier ein Sticky Note, das habe ich mir noch nie genauer angeguckt. Das hatte ich mal als Goodie in einer Bestellung mit da drin. Das ist eigentlich ganz niedlich, aber ist jetzt auch nichts, was ich jetzt wirklich verwenden würde. Also weg. So, dann habe ich hier ebenfalls ein Sticky Note Set und ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Das ist so alt, das ist schon richtig vergilbt. Und ja, es tut so im Großen und Ganzen seinen Zweck noch, aber es ist jetzt nichts, was ich noch aktiv benutze, weil es halt wirklich ja, echt nicht mehr schön ist und dementsprechend kommt das für mich weg. So, dann habe ich hier zwei Sticky Note Sets, die sehr gut kleben, wie man sieht. Die sind eigentlich auch ganz lustig. Den hier habe ich auch schon benutzt, aber ja, auch nicht so häufig und vor allem schon mal gar nicht so, dass ich da wirklich aktiv jetzt zwei von bräuchte. Und ich denke, ich werde mir jetzt hier einfach so aus zwei in einen machen. Dann denke ich, gibt es mit Sicherheit jemanden, der sich darüber freuen würde. Und dann werde ich jetzt auch einfach mal schauen im Laufe des Jahres, was von den Dingen
die ich jetzt mir tatsächlich zum Dekorieren beiseite gelegt habe, was ich davon wirklich benutzt habe. Und dann mache ich das, glaube ich, auch so, das, was ich nicht benutze, das kommt dann auch weg. Gut, dann habe ich hier so, ja, oh Gott, weg. So ganz schlichte und oh, ganz ehrlich, die brauche ich nicht. Weg. So, dann kommen wir mal zum schweren Teil, also zum noch schwereren Teil, und zwar ja, Papiere, Notizblöcke, alles so in der Richtung. So, dann kommen wir einmal zu einer, das wollte ich eigentlich nur zeigen, das steht gar nicht zur Debatte, die bleiben natürlich bei mir. Ich habe einmal dieses Vierer-Set, ja, von so Marmor-Notizblöcken, das kam auch als Vierer-Set, und ich hatte das schon mal, genau, in meiner vorletzten Deko hatte ich da was benutzt und habe da auch gesagt, das war ein Vierer-Set, und hatte mich danach korrigiert und meinte, das wäre ein Fünfer-Set. Das war aber nicht richtig, es ist ein Vierer-Set. Und zwar habe ich das dieses hier versehentlich mit dazu genommen. Das ist von Duodumo, und die schüttelt man sich hier so raus. Und dann kommt da eben auch so ein Marmorpapier. Und ja, wie gesagt, ich liebe Marmor, und die finde ich sehr, 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 sehr schön, und die finde ich auch was Besonderes. Und die möchte ich alle vier behalten, auch wenn ich vielleicht nicht alle vier brauche, aber ich möchte sie behalten. Ebenfalls behalten möchte ich diese hier. Und zwar sind das, die habe ich auch jetzt echt schon super, super lange. Das sind so, ja, Masking-Sticker, und die sind bei mir wirklich, ja, gern benutzt auch. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich sie mir nochmal nachbestellen würde, weil ja, viele entsprechen einfach auch gar nicht mehr so den Farben, die ich benutze. Aber trotzdem finde ich es ganz hübsch und auch teilweise sehr praktisch, und möchte ich halt behalten. So, dann kommen wir mal zu der Kategorie Bastelpapier. Und das sind Blöcke, die habe ich, glaube ich, bei Teddy gekauft. Das ist aber auch schon eine ganze Zeit lang her. Und ja, da sind wirklich, das ist eine schöne Qualität. Da sind tolle, ausgefallene Muster drin. Und da habe ich eigentlich so ziemlich sämtliche meiner Divider auch rausgebastelt. Und ja, für die möchte ich einfach einen schönen Platz finden. Die möchte ich auch weiterhin behalten. So, dann habe ich hier nochmal Bastelpapier. Das ist eins der ersten. Der ersten Papiere, die ich überhaupt so gefunden habe. Und ja, das Papier ist eigentlich ganz schön teilweise, weil das so ein bisschen glitzert und auch schimmert, aber der Großteil wirklich der Muster und der Farben gefällt mir nicht. Und dementsprechend werde ich mich, glaube ich, davon trennen. Beziehungsweise man kann das auch, das finde ich halt eben ganz schön, weil die sind von der Rückseite ja ganz normal weiß, und wenn man sie jetzt hier einfach ganz schlicht knickt, hat man auch immer mal eine schöne Karte. Und die werden aussortiert, was meine Stationery-Sachen angeht, weil ich werde mir hier auch keine Divider basteln oder so, aber die kommen, wie halt das ein oder andere Washi-Tape aus dem letzten Video, mit in unsere Geschenke. In unseren Geschenkverpackungsschrank. Denn ja, ne, da kann man doch mal, es sind ja verschiedene Muster eben auch drauf, verschiedene Farben, für den einen oder anderen mal auch eine kleine Karte mit basteln. So, dann habe ich hier noch einen kleineren Block, den habe ich auch mal bei Teddy bekommen. Der hat wiederum wirklich super, super schönes Papier. Auch hinten, ja, ganz normal Blanko. Also man könnte auch hier, wenn man es jetzt so knickt, schöne Karten draus machen. Aber das ist tatsächlich auch ein Papier, was ich ja auch schon eben zum Pfeilaufhexen benutzt habe oder auch eben für die Weider. Und ja, das finde ich sehr, sehr schön. Das gefällt mir auch nach wie vor gut von den Farben. Das möchte ich behalten. Das habe ich mal, ich glaube, auf einer Messe gekauft, und ja, fand auch hier das Papier und die Illustration unheimlich schön. Und dachte, auch hier sind zum Beispiel auch so kleinere Sachen, so Stühle, Tassen und so weiter. Oder auch hier dachte ich, man könnte vielleicht mal was ausschneiden. Das fand ich ganz, ganz toll mit den Cupcakes. Ja, also das finde ich ganz toll. Das Buch, nicht jedes Muster gefällt mir hier richtig gut, aber es finde ich trotzdem sehr, sehr schön. Also ich möchte es behalten.
So, dann werde ich mir eine Schublade machen. Und zwar, wo verschiedene DIN A4-Formate, oder nicht Formate, es gibt nur ein DIN A4-Format, verschiedene Papiere im DIN A4-Format reinkommen. Also Papiere im übergreifenden Sinne. Ich habe hier zum Beispiel Stickerpapier, was man eben bedrucken kann oder bemalen kann und sich daraus eben einen Sticker ausdruckt. Hier habe ich meine Overhead-Folie und hier habe ich auch noch mal so verschiedene buntere Papiere. Die sind auch wirklich, also da gibt es wirklich viele verschiedene schöne Muster. Und ja, die kommen alle so zusammen in eine Schublade, weil bislang war das halt alles normal ein Durcheinander. Oder zum Beispiel auch die Papiere oder das Papier, worauf ich meine Einlagen gedruckt habe. Dann habe ich das alles zusammen in einer Schublade und ja, ordentlich verstaut und griffbereit. Hier habe ich nochmal einen kleineren Block, der gehört mit zu dem anderen Block von Teddy. Auch hier wieder super, super schöne Motivpapiere drauf. Die gefallen mir richtig gut, auch schon wirklich oft benutzt und werde ich auch weiterhin benutzen und kommt eben mit zu den anderen Bastelkartonsachen. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu einer Kategorie, wo ich mich beim Ausräumen selber gefragt habe, warum hast du das? Ich habe hier, ja, das, ich glaube, das ist tatsächlich, weiß nicht, im weitesten Sinne sowas wie ein Origami-Papier oder so. Das gab es mal bei Rossmann. Und hoppla. Also die Muster sind wirklich schön. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe es hier einmal als lila Set und einmal als so ein gelbes Set und ja, die sind sehr, sehr schön. Die Frage ist nur, was soll ich damit? Wirklich gebrauchen kann ich sie nicht, weil sie passen von der Größe her nicht als die weiter annähernd in einen Personal File of Wax. Und Origami mache ich nicht. Sie lassen sich auch nicht wirklich gut als Notizzettel benutzen. Dementsprechend habe ich, auch wenn ich sie sehr schön finde, aber leider keine Verwendung dafür und werde sie aussortieren. So, dann habe ich hier Papier, was halt teilweise verschnitten ist, beziehungsweise da irgendwie rausgeplumpst ist. Und ganz ehrlich, die benutze ich nicht mehr. Auch wenn das hier schade ist, weil man die teilweise noch benutzen könnte, aber ich werde sie nicht mehr benutzen. Und dementsprechend, alles, was so sehr verschnitzelt ist, kommt weg. So, das sind ganze Bögen hier. Die sind da rausgefallen, die muss ich da wieder zusortieren. So, und diese Papiere gehören teilweise noch hier mit in diesen Block. Und ja, da werde ich so die etwas größeren losen Teile auch wieder reinlegen. Dieses hier zum Beispiel. Das ist ja auch recht ordentlich noch. Das hier ist eigentlich auch noch recht ganz. Können wir mal den kleinen Schnippel hier abmachen. So, dann habe ich das auch noch ganz. So, hier gehören noch mit in dieses Origami-Papier. So, dann habe ich hier zwei so Bögen Craft-Papier, wo sich mir auch die Frage stellt, ob ich das so brauche. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Das war mal ein Geschenkpapier und da habe ich mir mal draus die weiter gebastelt. Das ist irgendwie ganz nach unten in die Schublade gerutscht. Das ist völlig zerknittert. Nee, brauche ich nicht mehr. Kommt weg. So, das ist jetzt das Papier. Das habe ich, als ich so das Herbstsetter von meiner Kate gemacht habe, benutzt. Das kann man auch nach wie vor noch benutzen. Das gehört zwar eigentlich in einen anderen Bastelkarton, aber das ist jetzt egal. So, das ist jetzt Papier, das habe ich für meine aktuellen Divider benutzt und ja, da werde ich mir hier einfach die Kante einfach mal gerade machen.
So, habe ja jetzt hier so eine tolle kleine Schneidemaschine. So. Okay, und ich habe auch beschlossen, das Kraftpapier zu behalten. Das lege ich hier einfach mit rein. Und vielleicht werde ich da bei Gelegenheit mal ein bisschen was draufstempeln und mir dann so, ja, wie so Stickerflakes von machen und ja, den Rest dann auch aussortieren. Okay, gut. Dann kommen wir mal eben zu meinem kleinen Resümee. Also, meine DIN A4-Formate kriegen eine eigene Schublade hier an meinem Schreibtisch, dass das Ganze einfach griffbereiter ist. Mein Bastelkarton bekommt eine andere Schublade auf meinem Dachboden hier oben, aber nicht direkt an meinem Schreibtisch, weil das sind Dinge, die brauche ich nicht ganz oft. Das sind die Sticky Notes, die ich nach wie vor behalten möchte. Die bekommen eine schöne Schachtel und einen schönen Platz in einer meiner Schreibtischschubladen. Das sind die Notizbücher oder Sticky Notes, die ich halt hier an meinem Schreibtisch für Notizen benutzen möchte. Und eben auch dieses kleine Happy-Buch, das bleibt bei mir. Meine Marmor-Notizbücher bleiben bei mir. So, dann habe ich, die habe ich jetzt gerade schon weggepackt, die Notizzettel, die ich halt unten so für die Allgemeinheit zum Notieren. Und das ist einmal die Schachtel mit meinen aussortierten Sachen. Also, ja, ich glaube, so von meiner Sortierung bin ich eigentlich ganz gut vorbeigekommen. Ich bin auch ganz stolz auf mich. Ich habe mich doch von ein paar Sachen getrennt. Ich dachte, das würde mir alles ein bisschen schwerer fallen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch ebenfalls gefallen. Und ja, es gibt noch ein paar Kategorien, durch die wir uns hier durchwühlen müssen. Oder besser gesagt ich. Und ihr dürft mir, wenn ihr Bock drauf habt, dabei zugucken. Und ja, das nächste Video wird kommen. Ich danke euch schon mal vorab weiterhin für die Unterstützung bei meinem kleinen Aufräumprojekt. Und es macht mir definitiv mehr Spaß, wenn ihr mit dabei seid. Und es fällt mir auch tatsächlich leichter. Und ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Video. Tschüss.